Hallo, meine Lieben. Ich war gerade bei Sephora und habe mir einen neuen Lippenstift gekauft. Und haben wir da ausprobiert, das drauf zu tun. Sieht ein bisschen eklig aus. Aber wenn man es gut macht, sieht es, glaube ich, cool aus. Ich wollte euch ganz kurz noch was drüber erzählen, was Neville Goddards Standard-Aussage, Everyone is you pushed out. Jeder ist eine Dia, wirklich zu bedeuten hat, wenn es darum geht, die Blockaden auf dem Weg zu unseren Wünschen, unserem Wunschleben, der Verwirklichung unserer Ziele zu liefern hat. Das ist hundertprozentige Eigenverantwortung. Es ist ein energetisches Spiel. Die Energie, die ich bin, die in mir generiert wird, die zeigt sich im Außen unweigerlich, eben auch in den anderen Menschen. Und kurz gesagt heißt es, ich kann in niemand anderen jemand anders sehen als mich. Jeder ist mein Spiegelbild. Und wenn ich in meinem Spiegelbild Dinge sehe, die mir nicht gefallen, wenn ich an meinem Spiegelbild, an meiner Spiegelperson Sachen habe, die mich nerven, die mich aufreizen, die mich triggern, dann ist es ein Geschenk. Weil dann weiß ich, was in mir noch ist, was mich daran hindert, die Person zu sein, die Identität, die Persönlichkeit, die ihre Wünsche und Ziele lebt. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, wenn ich in diese hundertprozentige Selbstverantwortung gehen kann, weil ich die Energetics dahinter verstehe, weil ich verstehe, dass meine Energie kreiert, manifestiert, dann weiß ich, dass ich jeden Menschen da draußen zu dem mache, was er für mich ist und gleichzeitig die Energie habe, jeden Menschen da draußen zu dem zu machen, was ideal ist, was göttliches Design ist. Ich habe die Möglichkeit, aus jedem Menschen sein göttliches Design, sein Seelendesign, sein Fülle-Design oder sein Freude-Design, was wie auch immer du dieses Design der höchsten göttlichen Idee nennen willst, herauszuholen. Kurz gesagt ist das Heilung. Und deswegen kann ich auch nur heilen, wenn ich selbst in mir drin heil und ganz bin. Wenn ich meine heile Version, wenn ich meine Divine Design Version 100% und vollkommen annehmen kann. Und das ist der Weg zur eigenen Heilung. Das ist der Weg zur Heilung deines Lebens. Und ein heiles Leben ist für mich ein Leben, in dem kein Wunsch offen bleibt, indem ich keine Kompromisse eingehen muss. Für mich ist ein heiles Leben ein Leben, wo ich 100% sagen kann, ich bin erfüllt. Erfüllt kommt von Fülle. Ich bin aufgefüllt, ich bin nicht leer. Mir fehlt nichts. Mir fehlt keine Liebe, mir fehlt keine Anerkennung, mir fehlt keine Wertschätzung, mir fehlt kein Geld. Und das ist unser Ziel. Wir wollen alle heil und ganz sein. Wir wollen alle erfüllt und aufgefüllt sein. Und dass wir erfüllt und aufgefüllt sein können mit all unserem Wert, mit all unserer Freude, mit all unserer Begeisterung, mit all unserer Passion, dazu müssen wir leer werden. Leer von Angst, leer von Selbstzweifeln, leer von all den Blockaden, die hinter Angst und Selbstzweifel stehen, wie zum Beispiel Scham und Zurückhaltung. Und genau das ist es, was ich in Level Up mache, unterrichte, weitergebe. Das geht so, so tief in daran, dass wir das erst auslernen müssen. Das, was deinen Becher, das dich gerade voll füllt, mit Dingen, die du nicht haben möchtest. Da muss Platz gemacht werden, dass die Dinge, die du haben möchtest, von denen du wirklich erfüllt sein möchtest, Dinge, die aus deinem Divine Design herauskommen,
dafür müssen wir Platz machen. Und wir wissen meistens gar nicht, dass dieser Platz aufgefüllt ist mit ganz vielen Ängsten, mit ganz vielen Zweifeln, mit ganz vielen Annahmen, mit ganz, ganz vielen Rückschlüssen, so dass wir niemals uns erfüllen können mit den Dingen, die wir wirklich haben möchten, weil wir sind voll mit Scheite. Auf Englisch sagt man ja so schön, you are full of shit. Ja, du bist voll mit Scheite. Und ja, wir sind alle so geboren. Unser Becher, unser Körper, unser System ist voll mit Zeug, was wir nicht haben wollen. Und wir, durch die Energetics dahinter, reproduzieren wir immer wieder Zeug, das wir nicht haben wollen. Weil everything, everyone is me pushed out. Und solange in mir dieser Kack wohnt, werde ich Kack produzieren. Und deswegen muss ich zuerst leer werden, mit dem ganzen Shit rausknallen, damit ich Level up sein kann, damit ich mehr erfüllt sein kann, damit ich mehr und mehr und mehr mich auffüllen kann mit all meinen Wünschen, mit meinen Träumen, mit all dem, was ich erleben möchte, mit all dem, was ich fühlen möchte, mit all dem. Aber das geht nicht, solange ich voll bin mit dem Zeug, das ich nicht möchte. Und ich merke es nicht mehr, dass ich Zeug in mir habe, das ich gar nicht haben möchte, weil es fühlt sich so normal an, es fühlt sich so an, dass es okay ist, wenn ich mich schäme, wenn ich das Gefühl habe, ich habe meine Wünsche nicht so ganz verdient, wenn ich diese Einschränkungen, die ich jeden Tag lebe und erlebe, die sind normal für mich, weil ich kenne nichts anderes. Erst wenn ich den ganzen Scheiß rauskatapultiert habe, merke ich, was da überhaupt war. Dann merke ich, welche Schwere mich da durchs Leben gepresst hat, wenn ich merke, wie leicht es sein kann, wie leicht die Energie sein kann, wie leicht dieses energetische Spiel sein kann, wenn ich diese ganze Schwere, die mich immer wieder nach unten zieht, endlich gefunden habe und gelöst habe. Und genau darum geht es. Hallo Andrea, hallo Manu. Andrea schaut es unbedingt von Anfang an an. Ich habe ja dieses Angebot für, man kann Level Up kostenfrei machen. Man muss nur in Energieausgleich mit mir gehen. Dazu gibt es morgen abends übrigens noch einen Zoom um 21 Uhr für die Leute, die interessiert sind. Du musst mir aber schreiben, damit ich dir das Video, wo ich alles zusammenfasse, wie das funktionieren kann, dass du mit mir Level Up gehst. Kostenfrei, aber im Energieausgleich. Und es ist das geilste und beste Programm, was ich jemals gemacht habe, weil es Raketenstart zulässt. Weil es so, so, so tiefgreifend ist und unseren Scheiß rausknallt, katapultiert, wie mit einem Hochdruckreiniger anfängt, wirklich unser Glas, unser Gefäß, unser Sein zu reinigen von all dem, was uns blockiert, was uns beängstigt, was uns schämt, was sagt, wir haben es nicht verdient, was sagt, wir sind es nicht wert, wir müssen warten und all diese Dinge, die Energie einfach nicht durchfließen lässt, die Energie immer wieder aufstaut, die Energie immer wieder blockiert oder sogar ablenkt. Und so können wir eben nicht das manifestieren, was wir wollen, weil wir müssen die Energie in Verbindung mit unseren Wünschen und Träumen bringen. Aber wenn dann immer wieder ein Zweifel kommt, wenn dann immer wieder eine Angst kommt, wenn dann immer wieder ein Scham kommt, dann wird jedes Mal der energetische Fluss gekappt und ich bin nicht in Verbindung mit meinem Wunsch, mit meinem Traum, mit meinen Traumbeziehungen, Traumleben, Traum finanzieller Situation. Und ich muss dafür sorgen, dass diese Energie fließt. Und jeder Zweifel, jede Angst, alles, jedes Mal verhindert, dass ich meine Manifestation entfalten kann. Weil das ist wie, wenn du dir vorstellst, du hast einen Laserstrahl, einen energetischen Laserstrahl und jedes Mal, immer wieder, kommt eine Angst, zack, stellt sich dazwischen. Kommt eine Scham, zack, stellt sich dazwischen. Kommt ein Zweifel,
zack, stellt sich dazwischen. Kommt die Vorstellung, ich habe es nicht verdient, zack, stellt sich dazwischen. Und zwischendrin bin ich immer wieder schön verbunden mit meinem Wunsch. Da bin ich die Person, die diesen Wunsch lebt. Aber die meiste Zeit bin ich die Person, für die aus irgendwelchen Gründen, unbewusst oder bewusst, es nicht möglich ist, jetzt mich mit diesem Wunsch zu verbinden. Und ich habe das mittlerweile perfektioniert. Ich habe es perfektioniert, diesen Prozess. Er ist teilweise unangenehm. Aber dadurch kriegen wir Power, dadurch kriegen wir Geschwindigkeit, wenn wir bereit sind, diese unangenehmen, hässlichen, blockierenden, tiefen Ängste anzuschauen und zu transformieren, die uns trennen von unserem Wert, die uns trennen von dem Gefühl, dass wir das Beste verdient haben, dass wir als die Beste auftauchen können, der Beste, dass wir dastehen können und können sagen, ja, natürlich, das Beste nur für mich das Beste. Keine Kompromisse. Nein, ich darf es genauso haben, wie ich es will, weil ich kreiere es. Und wenn ich es kreiere und nichts dagegen steht, dann ist es da für mich. Und es geht so rasant. Es geht so rasant, wenn du bereit bist, jedes Mal, jedes Zeichen, jeden Trigger, jede Angst, jede Scham, jede Procrastination, jede Ausweich, jede Erklärung, jede Rechtfertigung, die du machen möchtest, dazu zu nutzen, um diese Blockade zu erkennen. Weil das sind alles die Zeichen. All das, wenn ich das mache, wenn ich diskutiere, wenn ich mich rechtfertige, wenn ich probiere, wenn ich argumentiere, wenn ich ausweiche, wenn ich zurückweiche, all das muss ich nicht machen. Wenn ich mit meinem Wunsch verbunden bin, dann bin ich mit meinem Wunsch verbunden. Dann muss ich niemandem sagen, wieso, weshalb, warum, wer ich bin, wo ich herkomme. Dann ist es sonnenklar, weil meine Energie ist sonnenklar. Ich bin die, die diesen Wunsch lebt. Ich bin die, die dieses Traumleben lebt. Ich bin die, die erfüllt ist. Und zwar mit den Dingen, die mich glücklich machen, die mich happy machen, die mich sicher machen, die mich freudig machen, die mich wichtig machen, die dafür sorgen, dass mein Leben einen Sinn hat, dass ich hier auf dieser Welt ein Ausdruck einer göttlichen Idee bin und dabei eine riesengroße Freude habe und dabei nicht mehr ängstlich bin, dabei nicht mehr mich irgendwie schäme für irgendetwas. Und das möchte ich für euch, weil ich es wirklich so möchte und weil ich mir wirklich mittlerweile so sicher bin, dass genau das der Weg ist, weil es sich für mich so gezeigt hat. Aber dazu muss ich annehmen. Everyone, everything is me pushed out. Ich habe es out gepusht. Jetzt muss ich schauen, warum. Und wenn ich es nicht mehr haben will, muss ich schauen, was ich ändern kann. Und dann muss ich es ändern. Und das ist alleine fast ein Ding der Unmöglichkeit. Weil diese Sachen, die mich blockieren, in meinem Ego-Verstand so richtig sind und so rechtgefertigt sind. Und leider aber die Energie dessen kreieren, das blockiert, was ich wirklich haben will. Das ist das Spiel. Das ist das energetische Spiel. Wenn ich es verstanden habe, kann ich es spielen. Zu meinen Gunsten immer. Da habe ich nur noch Fürsprecher, da habe ich nur noch Freunde, da habe ich nur noch Liebe und keine Angst mehr. Und das ist das Ziel dieser Divine Design Reise. Das ist wirklich dieses Ziel, warum wir hier auf Erden sind, dass wir diesen ganzen ego-basierten Quatsch, der uns immer wieder einredet, warum, weshalb es nicht für mich ist, den zu erkennen und zu transformieren. That's the way. Und er ist nicht angenehm, weil das Ego wird bloßgestellt. Und du denkst, du verlierst alles. Und genau das ist es, wenn ich meine, ja, geil, verliere dein Ego. Weil genau das füllt dich auf. Dein Ego füllt dich auf mit dem Zeug, was du nicht haben willst. Und du bist voll mit Ego und leer mit Fülle, Begeisterung, Liebe, Passion, all dem, was wir uns wünschen.
weil sie so voll mit Ego sind. Und dieses Ego muss sterben, damit Platz hat für Divine Design. Und das ist ein Tod, der zu sterben ist, ein emotionaler Tod. Und wenn du das getan hast, fühlst du dich leer. Leer. Und dann füllt sich alles mit dem, wo du gerne erfüllt sein möchtest. Geilster Weg, geilste Reise, heftig zu teilen. Wir hatten Kotzattacken, wir hatten Heulattacken, aber that's the game. Die Scheiße muss raus. Rausgekotzt, rausgeheult, egal. Bist du ready? Bist du bereit, endlich diesen Ballast abzuwerfen? Und der Körper muss ihn auch abwerfen. Der wirft ab. Der Ballast kommt aus allen poren Ecken. So what? Ego darf sterben. Ich brauch's nicht. Es hindert mich. Es blockiert mich. Es hält mich davon ab, die zu sein, die ich wirklich bin. Also, wie gesagt, wenn du das Video anschaust oder später dazugekommen bist, schau es nochmal von vorne an, melde dich bei mir. Morgen Abend, 21 Uhr, machen wir einen Zoom. Bis dann. Ciao, ciao.